Freunde, wieder ein schönes kleines Video, spontan, weil die vorbereiteten Sachen haben leider nicht funktioniert und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es gibt hier gewaltige Regenwolken über uns. Der Kameramann schwenkt mal rum, damit er hier die schöne Landschaft bewundern könnt. Es wird ein mächtiger Regenguss gleich ja niederprasseln. Ich habe Tee vorbereitet. Requisite! Requisite! Alles muss man alleine machen. Mann, ey. Ist das ein Mist. Wo sind die Praktikanten, wenn man sie braucht? Mein Tee! Okay, Freunde der Nacht. So. Ne? Gönnt euch, auch wenn die Welt dem Untergang entgegensteuert, können wir noch ein bisschen Spaß haben. Wir haben uns nämlich überlegt, wir zeigen nochmal die kleinen schönen Messerchen, die wir bekommen haben, so richtig in Nahaufnahme. Der Kameramann wird ein bisschen näher ranrutschen oder heranzoomen. Und wir begucken uns die nochmal richtig von nah an. Das war, wie gesagt, dieses besagte Messer von Felix, von Polen oder aus dem Polenmarkt oder wie auch immer. Und mal eine schöne Großaufnahme, bitteschön. Mhm. Hier nochmal die Hand dazu. Es ist wirklich bloß ein kleines Messerchen, wo ich denke mal, der Gesetzgeber bestimmt nichts gegen hat. Gezeigt habe ich ja schon, dass es scharf war. Wir haben wieder mal nichts vorbereitet. So, und der Kollege hat schnell was geholt, um zu demonstrieren, dass die halt doch ein bisschen scharf sind. Oh Mann, man sieht's, guck mal hier. Das ist wirklich ein bisschen scharf. Ja, man kann Spänchen abtrennen. Das geht schon. Also es ist gar nicht mal so mies. Wie lange diese Schnitthaltigkeit bestehen bleibt, naja, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten von so Messerchen, wo nicht mal irgendwo ein Stahl hinterlegt ist auf der Klinge. Katze? Miau! Was ist denn los? Komm mal her, komm mal in die Kamera. Miau! 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 Ja, fein. So, du kommst jetzt wieder schön runter. Ja, genau. Das ist nass auf der Wiese, ne? Das glaube ich dir. Und Fußtapsen überall gemacht. Ah. Jedenfalls, wie gesagt, das ist okay. Also das wird reichen, um jetzt mal einen Apfel abzustechen oder eine Apfelsine aufzuschlitzen. Für sowas könnt ihr wirklich das Dings benutzen. Und ist okay, ne? Bin ich so? Okay. Ich finde halt schön, dass da Holzgriffschalen wenigstens noch dran sind, die aus irgendeinem schönen Tropenwald herausgeschlagen wurden und der dann hinterher platt gemacht wurde. So, ne? Und die Feder zum Aufschnappen ist wirklich äußerst kräftig. So, bis auf diese kleine spielige Sicherung hier hinten, die mir nicht so zusagt, die hängt da oben so dran, wie nicht ganz gewollt und die lässt sich ja auch durch Zufall hin und her bewegen. Ja, Mietzi, ist ja gut. So, geh mal runter, komm. Papa muss arbeiten. So, das nächste schöne Messerchen. Das war auch aus dem Spendenpäckchen letztens. Distings haben die früher so angeboten, so als Gimmick, dass man das irgendwie zum Beispiel an einer Schnur um den Hals tragen kann, so als Talisman oder ähnliches. Und wenn man es mal kurz braucht, kannst du es halt so in die Hand nehmen und es ist ein Paket auf Schlitzer. So hier. Das ist es. So, wie man damit was schneiden soll, weiß ich nicht. Und das Ding ist auch nur mäßig scharf. Also, man sieht es, glaube ich. Mit richtig schön Druck kann man hier ein paar Spänchen weghobeln. Aber so richtig scharf ist das Ding nur auch nicht. Katze, du störst. Mensch, Mietzi. Du störst bei der Arbeit. Hopp. So, also wie gesagt, das ist eigentlich nur mäßig scharf, aber als Paketschlitzer wirklich zu benutzen, das war ich mal. Dafür ist es wirklich immer an der Hand. Also so wird das nicht mit der YouTube-Millionen-Mieze. Ja, guck mal hier. Feine Mietzi, der geht's gut. Katze muss man sein im Leben. Katze und dann bei einer vernünftigen Familie. Ja, du hängst mit deiner Kralle, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, fein. No? Und dann bei einer vernünftigen Familie, wo der Futternapf immer gefüllt ist. Apropos, Leute, schickt mehr Spendenpakete für die arme Mieze. Die braucht Futterchen. No? Was parkt ihr jetzt nicht? Wenn Katzen so mit dem Schwanz schlagen, ist irgendwas? So, und jetzt gehst du bitte woanders spielen, okay?
Ich glaube, die grüne Decke gefällt dir. Ach, Katze, ja. Mensch, guck mal hier. Und die nassen Pfötchen, ne? Jo. Das magst du. Jo. Und kämmen müsste man so auch mal wieder. Die haben jetzt Fellwechsel. Winterfellchen kommt. So. Und jetzt gehst du aber bitte runter, okay? Guti. Das haben auch getestet. Ist also zum Holzschnitzen nicht zu gebrauchen. Und dann haben wir noch das andere Schöne aus dem Spendenpaket, was wir auch noch nicht von Nahen gezeigt haben. Kannst du mal hier schön. Das ist eigentlich ein schönes. So. Interessante Optik. Ein hochgefährliches Einhandmesser. Hast du gesehen? Oh, gefährliches Teil, du. Hochgefährlich, das gehört verboten. Eine mordsmäßige Klinge von sage und schreibe mindestens 6 Zentimetern. So. Also, ich glaube, von der Machart gibt es ganz viele. Ich glaube, ich habe ein ganz ähnliches von CRKT, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber das ist jetzt hier von Black Fox. Sagt mir gar nichts. Schreibt mir was in die Kommentare. Ist das eine bekannte Firma? Und keine Ahnung. Hier ist wenigstens auch so ein Stückchen Echtholz dran. Das gefällt mir immer sehr gut. Und hier hinten so eine praktische Öse, wo du es dir an deine Hose schnappern kannst. Also so alles im Allen, das gefällt mir eigentlich so von der Machart her. So minimalistisch, einfach. Jo, gefällt mir. Schnitzen wir mal. Wir probieren mal hier drüben. Und guck mal hier, das ist wirklich scharf. Hier. Na, damit kann man ein bisschen rumschnitzen. Wobei jetzt aber der Griff nicht wundermäßig dafür geeignet ist, irgendwas damit wirklich zu arbeiten. Das ist eher sowas Richtung Design oder schnell mal irgendwas aufschneiden. Dafür ja. Und ein hochgefährliches Einhandmesser. Meine Fresse, ey. Aber hier ist wenigstens der Stahl drauf angegeben. Stainless Steel 440. Und hier unten noch eine ellenlange, na, ich denke mir mal, das ist die Stahlsorte. Schreibt mal was rein, ob das jemand kennt. No? Also von der Machart her finde ich das sehr schön. Also alles in allem interessantes Design und hebeln kann man mit so einer Klinge natürlich noch wieder nicht, weil es ist ja bloß einseitig gelagert. Mittels Schräubchen. Die Klinge wird fixiert oder runtergedrückt von sogenannten Sprengring. Ist das Sprengring? Ich glaube ja. Warum ist hier oben drauf so eine Plastikkappe? Keine Ahnung. Und gelagert in so einer Plastikscheibe. Das ist, naja, kein Kugellager. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich ein Messer mit Kugellager habe. Keine Ahnung. Das ist immer eine andere Preisklasse gewesen. Jo, alles im Allen ein hübsches Messerchen. Ich finde, das ist schön und hängt auch schon in der Vitrine. Obwohl es ein bisschen ranzig ist und nicht geputzt. So, dann haben wir die drei Neuzugänge noch mal richtig schön von nahen vorgestellt. Die Requisite könnte mal den Tisch putzen. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Mann, Mann, Mann. Ei, no. Da habt ihr noch mal die drei Dinger. Also ich sag mal hier, so das hier gab es bei Amazon, ich glaube, für 2 bis 4 €. Manchmal sogar dazu, wenn man eins bestellt hat, bestellen sie gleich mit. So nach dem Motto. Ne? Da mal wieder ein schönes Messervideo gemacht. Dann werden sich einige freuen. Grüße gehen raus an Steuni. Obwohl das jetzt nichts Hochwertiges ist in meinen Augen. Tschüss und Grüße gehen raus.